Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Bausimulator mit mir zusammen, der Danny Spickers. Wir sind immer noch dabei, dieses Einfamilienhaus fertig zu bauen, was wir zu 50% fertig haben. Nun sollen wir Baumaterialien liefern, und zwar Deckenelemente und Bewehrungsgitter. Und das werden wir tun. Das haben wir nämlich hier drauf wahrscheinlich. Auf jeden Fall, genau, den müssen wir noch anliefern. Das werden wir als erstes mal tun, würde ich sagen. Und zwar werden wir den ganzen erstmal hier auf den Arbeitsmodus machen. So, dann werden wir den Kran ausfahren. Und so, runter. Zack. Das muss... Können wir gerade ein bisschen orientieren hier. Genau, einfach runter. So, ein von drei Deckenelementen haben wir angeliefert. Die müssen wir auch noch richtig hinstellen da. Das sind nämlich die anderen drei. Beziehungsweise die anderen beiden. Und dann auch noch ein bisschen adäquat hinstellen müssen, logischerweise. So. So, dann nehmen wir noch den dritten. Dann müssen wir nämlich gleich nur noch den Bewegungsgitter holen. So, dann machen wir das Ganze wieder zurück. Müssen jetzt noch Bewährungsgitter holen. Das steht wahrscheinlich noch beim... warte mal. Wo haben wir den denn jetzt stehen oder das überhaupt? Den haben wir doch irgendwo... Moment mal. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Den haben wir irgendwo stehen gelassen. Ich glaube hier. Mal da mal eben schnell hin. Ich meine, der hätte ich da noch stehen gelassen, das Ding, weil das irgendwie nicht drauf passte. Irgendwas war da. Na komm. Hier steht nicht rum. Doch, da steht. Da steht das Ding. Das heißt, wir müssen wieder zurück mit unserem Fahrzeug. Und dann mit dem Fahrzeug wieder zum Baumarkt, damit wir das Ding aufladen können.
mit dem Ding eben zum Baumarkt. Laden uns den Bewährungsgitter auf, dann wieder ab zur Baustelle und laden den auch da ab. Dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Scheiße, Mann. Ich hab den wieder zurückgesetzt. Drauf. Dann wieder ab zur Baustelle. Drehen. So, damit hätten wir das auch erledigt. Deckenelement platzieren. Deckenelement Beton. Jetzt muss er die, jetzt muss er die Dinger hier platzieren, um Gottes Willen. Ach du Schande, ne? Das wird was. Weit genug. Fuck, ich komme nicht weit genug.
Das soll ich einen Kran machen. Ach shit. Ah, das war. Ah nein. Ja, warte mal. Der Einsatzkran. Gib mir das schon wieder auf Keks, ey. Runter sollst du, mein Gott, nicht weg, runter. Egal, nicht wieder testen, ne? Tag, das haben wir auch. Das müssen wir die Decke betonieren. Ne, Treppen gießen. Gut. Wie machen wir das denn jetzt? Oh, der Betonfahrzeug. Oder?
Folien, Baumaschine, Betonpumpe, ja, die haben wir ja. Hier wegstellen. So, dann nehmen wir uns mal die Betonpumpe. Was müssen wir denn jetzt überhaupt gießen? Vitamin. Dann hat das erstmal.
rauskriegst. Ne? Lass mal das erstmal. Ich würde sagen, gehen wir erstmal wieder zum Kieswerk. Hol ich mal ein bisschen neues, neuen Beton. Und dann stellen wir uns nämlich an die andere Seite hin. Dann können wir von da aus noch ein bisschen gießen. Da an der Seite. Ja. So, dann machen wir jetzt den Rest. Kommen wir da nicht vernünftig dran. Ich komme doch rein. Scheiße. Scheiße.
So vielleicht. Der ist fertig, müssen wir verstecken. Was ist hier eigentlich da? Zack, fertig, wunderbar. Baustelle räumen, das tun wir natürlich. So, Baustelle mit der Bereich mit Erde verfüllen. Also den sollen wir mit Erde verfüllen. Das heißt, wir brauchen Bagger. Einen Bagger brauchen wir. Ein Radlader. Ja, müssen wir erstmal wieder zum Fahrzeughandel. Beziehungsweise, haben wir nicht so einen Bagger? In unserer Firma? Auch einen Bagger. Den können wir da auch nehmen. Das ist doch nicht so eine Bagger, wir können uns doch so einen Bagger nehmen. Und mit dem fahren wir jetzt Baustelle. Wollen wir mal. Klappt doch. Wunderbar. Thank you.
Ewigkeiten. Vorne muss ein ganzes Stück. Ah.
Jahre. Mensch, ey. Gar nicht so einfach. So, 80%. Es wird langsam, es wird langsam.
Boden. Da habe ich ein riesengroßes Problem. Das dauert ja 100 Jahre. So. Muss noch weg. Machen wir das. Und zwar demontieren wir den. Was muss denn noch weg? Ah ja. Haben wir erledigt. Wunderschön. So, dann können wir die ganzen Maschinen wieder abgeben. Und zwar montieren unser Auto.
können wir erstmal wieder zum Fuhrpark. Und zwar geben wir. Den können wir behalten, den haben wir selber. Die können wir erstmal wieder zurück. Den gehen wir zurück. Das ist anscheinend unser, genau. Der ist auch unser. Der ist unser. Die gehen wir zurück. Und die ist auch unsere. Die ist unsere. Unsere. Den gehen wir zurück. Unser, 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 unser und unser. Sehr gut. Dann ab zur Firma. Dann gucken wir mal, was wir noch so für Jobs haben. Schauen wir mal. Ja, ist klar. Ausbaustufen, Finanzen. Ups, Aufträge. So, Verkehrsstraße, Einfamilienhaus, ne, da habe ich nicht schon wieder Lust drauf. Ein Parkplatz. Pflastersteine, Kieslieferung, Kiesverdichtung, Parkplatzbau, Pflanzgrube, Pflanzgrube, Pflanzgrube. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Nehmen wir das erstmal. So, das heißt, Asphalt fräsen, Asphalt auftragen. Das heißt, wir brauchen als allererstes mal wieder diese Asphaltmaschine. Schwarzdeckenfertiger. Und ich glaube nicht, dass wir den haben. Erdbauwalze, Asphaltwalze, der Multi-Auflieger steht da noch. Den müssen wir noch abholen. Ist auch unser. Der steht ja auch noch. Erstmal zum Fahrzeughandel. Also wir brauchen aber den Auflieger. Wir brauchen eine Asphaltwalze. Wir brauchen einen
brauchen wir auch. Damit gehen wir jetzt zur Baustelle. So, was müssen wir denn jetzt überhaupt als allererstes machen? Straßensanierung. Schwarzdeckenfertiger. Fräse den Bereich auf der Baustelle, um ihn anschließend zu asphaltieren und zu verdichten. Asphalt ist im Kieswerk erhältlich. Ach nee, Leute. Sorry, das war mir zu blöde, ganz ehrlich. So, ab zur Firma. Beam mich hoch. 100 Mal die Schnellreise verwendet. Sehr schön. So, den gehen wir wieder zurück. Ausbaustufen. Kaufe Firmengelände. Ah, sehr schön. So, haben wir das auch erledigt. Dann sind wir auch im Meilenstein, haben wir vollständig abgeschlossen. Das ist sehr gut. Dann gucken wir jetzt mal weiter auf die Jobs, die wir noch zu tun haben. Kanalisation. Bereich
Aufräumen, Entsorgung, Fertig, Elementlieferung, Materiallieferung, Leitungsverlegung, Sandlieferung, Materiallieferung, Pflastersteine. Hört sich doch gut an. Geschätzter Gewinn 133.000. Da haben wir noch die Verkehrsstreife, Straße. Wir nehmen das hier. Räume die Materialien aus dem Bereich. Gut, das machen wir als allererstes. Dafür brauchen wir ja kein Fahrzeug. Wenn wir zu Fuß können. Das haben wir erledigt. Defektes Rohr verladen. Das heißt, wir brauchen unseren Pritschenwagen. Oh, wir sollten vielleicht tanken. Sehe ich gerade. Dann machen wir das an der nächsten Tankstelle. Wunderbar. Ist das überhaupt eine Tankstelle? Nee, sieht nicht so aus. Oder? Nee, sieht nicht so aus. Da ist eine. Weiß.
Kein Bock mehr. Ging hier drauf was? Ist das so lang? 8 Meter? Oder ist das 8 Meter tief? Oder ist das Ding 8 Meter lang? Wenn er 8 Meter ist, dann hat sich das hier mit erledigt. Das andere noch daneben? Gute Frage. Scheiße. Ja, ja, ja. Mein Gott. Egal, lass mal das erstmal hier liegen. Passt doch. Ha, ist doch drauf. Spielt doch keine Rolle wie. Hauptsache ist drauf. So, dann fahren wir das jetzt noch zum... Wen auch immer. Thank you.
So, das andere Ding müsst ihr dann auch liegen. Das Ding jetzt aufgeladen. Dann bringen wir das auch eben weg. Dann war's das auch für heute. Haben wir das erledigt. Wir brauchen jetzt Kabeltrommeln und Kanalbauteile. Gut, das machen wir alles in der nächsten Folge. Wie gesagt, das dann alles in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Ciao, Servus und Tschüss. Ich hoffe,
Es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Euer der Danny Spieters. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.